Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest Wunderwelten Server. Überall spawnen Bäume, aber alles die falschen. Ich vergeude gerade auch voll viel Zeit damit, Alter. Wetten, da oben wächst jetzt einer. Wir vergeuden uns gerade auch sehr viel Zeit damit, hier derzeit einen Baum zu suchen. Was ist das denn hier? Beauty Bonsai. Lol. Gefällt mir. Guck mal, da oben geht's wirklich sehr hoch. Ich glaube, da haben wir gute Chancen. Oh mein Gott. Leute, das sind sie. Hat man mehrere Häuser? Set home. Sieht nicht so aus. Ne, man kann nur einen Homeboot setzen. Wir müssen also definitiv merken, minus 20.000, 6.600. Werde ich mir eh nicht merken. Und wir müssen jetzt noch rüberkommen. Oh, Alter. Holy shit. Das sieht so episch aus mit den Wolken. Das sieht aus wie, wenn du gerade, ja, super, I don't know. Sieht auf jeden Fall krank aus. Und ja, wie vermutet, auf hohen Bergen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt Schnee sein muss, wobei ich mich daran erinnere, einer von den Bäumen, die ich gefunden habe, war auf jeden Fall auf Schnee. Da weiß ich aber nicht, ob das eine Voraussetzung ist. Weil ich weiß nicht, ob alle Bäume, die ich bisher gefunden habe, auf Schneebiomen waren, also auf Schneegebieten. Kann es natürlich sein, dass es ab einer Höhe sein muss, wo dann sowieso immer Schnee ist. Ne? Dass einfach ab einer gewissen Höhe ist immer Schnee. Wobei, guck mal, da oben ist kein Schnee. Alter! Das hat mir gerade ein bisschen Angst. So, wir müssen erstmal auf die andere Seite kommen. So, und jetzt müssen wir da Stück für Stück hochkommen. Ich bin mal gespannt, wie wir da hochkommen. Ich muss jetzt noch ein bisschen was aufbauen. Gut. Ich schätze mal, da hinten sieht gut aus. Da sieht es nicht passierbar aus. Da auf die Hütte, so könnte man auch. Alter, diese Wolke, was ist denn los mit denen bitte? What the fuck, Alter? Ich glaube, wir gehen mal auf die Seite hoch. Das sieht besser aus. Okay. Das klingt doch nach einem Plan. Ey. Ach, leg mich doch. Süß. Weil wir müssen uns die Koordinaten gar nicht merken, weil wenn wir jetzt hier sterben sollten, warum auch immer, dann haben wir diesen Punkt hier mit. Du bist hier gestorben. Die Bäume sind wo? Die müssten hier irgendwo sein, ne? Hier sieht es nicht passierbar aus. Aua. Und wir sind aber. Wir sind auf dem Schneegebiet. Aber jetzt ist es nur noch eine Frage von Stunden. Die Reise hat sich sowas von gelohnt, Alter. Holy, Alter, diese Wolke, was ist denn los? Amanakäum. Wir werden bestimmt von einem Blitz erledigt. Weiß ich jetzt schon. Wenn es irgendwas umbringt, dann Blitz. Alter, diese Wolken. Holy shit. Ah, die Wolken sind wieder normal. Glück gehabt. Oh, hier ist ein Baum, da ist ein Baum. Sieht aber aus, als wenn es die einzigen beiden Bäume sind hier in der Nähe. Kann das sein? Und wir werden sie beide fällen.
Wie gehen wir ja am besten vor? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hoch. Wir gehen am besten erstmal hier hoch. Ja, genau. Und das hier oben rauf. Wir müssen auf jeden Fall davon Saplings bekommen. Ja, wir haben schon einen. Wuhu. Ah, ich schätze, hier ist das Gleiche, ne? Dass man warten muss, bis die Blätter sich von selbst lösen. Gut, dann lassen wir die Blätter erstmal da. Oh, das war nicht gut. Denn wir müssen auf jeden Fall das gesamte Holz abbauen. Damit da oben die Blätter alle despawnen. Leider leuchten die Saplings nicht. Da unten ist ja Licht. Und da unten, da müssen wir aber nochmal hin. Das sieht ja gerade sehr interessant aus. Alles eingesammelt? Sieht so aus. Wow, Alter! Dieses Bäume hochklettern an die Blättern ist eine geile Funktion, aber auch scheiße gefährlich. Hier ist alles weg, das ist alles weg. Okay. Ich weiß gar nicht, können die Saplings hier auch in solchen Sachen reinfallen? Nee, ne? Ich mach mal kurz das Test aus Example. Wenn ich jetzt hier einen Baum, einen Apfel fallen lasse. Ja, doch, sieht aus, als wenn sie durchfallen können. Ja, doch, sie können echt durchfallen. Das ist ja fies. Da muss ich also echt gucken, hier, dass auch unter den Bäumen ich hier alles, die ganzen Saplings aufsammle. Ich meine, wie viele Saplings haben wir denn? Immerhin 4 Stück. Okay, sollte also reichen. Das sollte reichen. Habe ich schon gewundert, warum wir hier so wenig Sachen bekommen haben, aber sind die hier wahrscheinlich auch in den Bäumen gespawnt, gelandet. Kann das sein? Weil ich hier nichts sehe. So, zum einen würde ich gerne nach Hause, möglichst schnell unseren Sachen wegbringen, zum anderen will ich aber unbedingt wissen, was das da ist. Obwohl ich es liebe, lebensmüde zu sein. Deswegen. Ja, let's go. Jetzt, wo wir die Goldäpfel gefunden haben, Bäume.
War da einfach nur, dass er da das Licht falsch berechnet hat? Aber ich meine, sowas passiert ja bloß, wenn wir da irgendwie mit Fackel rumlaufen und er vergisst zu berechnen, dass wir da gar nicht mehr sind. Ja, hier ist nichts. Guck mal, noch ein paar Bonsais. Oh, nehmen wir die auch noch mit. Oh, easy. Ja, geil, Alter. Ach so, oder ist das so wie da hinten ein Schmetterling? Das kann natürlich auch sein. Gut. Schnell in die Heimat und schnell unser geheimes Geheimgeheimzeug. Geheimen. Ich würde jetzt gerne mal die und die Dinger hier einfach alle hinbauen. Und die Sachen hier und das hier auch einfach mal hinpflanzen. Hier ist ja alles unser Gebiet. Ja, die könnten ein bisschen nah beieinander stehen, also vor allen Dingen die beide hier. Ich mache die nochmal weg. Bis wohin geht unser Gebiet? Okay, bis hier. Weißt du was? Ich pack dich nach hier hinten. Ungefähr so. So, die diesmal schon mal nicht. Das ist schon mal scheiße. Okay, die spawnen. Hey, so grad. Hä? Ist die Fläche gerade entstanden, wo ich die Bilder hingebaut habe, oder was? Lol, I guess. Muss ja, oder? Okay, nee. Vielleicht jetzt ab einer gewissen Menge. Ah, hier habe ich ein paar Blätter mehr. Wobei. Hä? Jeder zweite ist despawned, die anderen sind alle noch da. Lol. Sehr geil. Und wir haben schon mal ein Sapling mehr. Yay. Hat ja schon mal direkt gelohnt hier. Ah, hier ist keins entstanden. Kein so ein Ring. Die spawnt hier noch was, oder was? Ey Leute, die spawnt mal. Da auch jeder zweite. Die anderen bleiben einfach alle da. Das ist ja interessant. Aber. Ich glaube mal, mit Messer geht es relativ schnell. Ja gut, die beiden Werkzeuge können wir eigentlich wegschmeißen. Egal. Nein, komm her. Guck mal, bleibt es hier genau in dem Zustand, aber jetzt verrotten keine Blätter mehr. Wer findet denn sowas?
Vor allem genau jedes zweite. Und noch mal Sapling mehr. Sat und Sat 1, aha. Sat 1, das war doch dieser Fernsehsender. Das weiß ich noch genau. Das von damals, ne? Man kann die Dinger essen? Unappetitlich. Nochmal für Saplings. Da weiß ich ja schon, aus unserem Gebiet rausgehe. Muss also aufpassen. Weil ich gar nicht mehr weiß, wie hoch ist eigentlich unser Gebiet. Reicht das aus, um die Bäume komplett zu schützen? Ja, auf jeden Fall. Ja, doch. So hoch sollten die Bäume auf jeden Fall nicht wachsen. Das heißt, die Bäume des Lebens, I don't know, sind vollständig in unserem Gebiet. Und der erste ist gewachsen. Oh, doch ganz schön hoch. Ja, doch. Okay. Passt rein. Post wackelt und hat Luft. Guck mal, bei den Goldblättern und bei den Kirschbaumblättern hast du immer, wenn du die hinpflanzt, so ein Ding danach. Interessant. Sehr interessant. So, jetzt haben wir ein bisschen Auswahl an Holz. Die Frage ist, aus welchem Holz bauen wir jetzt unser Haus? Ich würde tatsächlich einfach, um anzugeben, tatsächlich genau das Holz hier benutzen. Ja, dass wir genau aus diesem Holz unser Haus bauen. Damit jeder weiß, Junge, der Typ, ja, der hat es geschafft im Leben. Na? Weil, womit kann man bitte schon mehr angeben als mit so einem Bäumen? Digga, das ist Königsdisziplin. Ja? Geil. Digga, geil. Aua. Ich schau dir. Geil. Gut. Du kommst mal weg hier. Wir müssen mal gucken. Ich würde vielleicht erstmal einen Keller ausheben. Ich weiß auch noch gar nicht, in welchem Stil wir das Haus bauen wollen. Und der nächste war uns fertig. Die sehen aber ungefähr alle gleich aus, ne? Ja, genau. Da gibt es keine Variationen. Na gut. Aber wir müssen keine Angst haben, dass einer doch größer wird und dann außerhalb der Area ragt. So. Ich würde mal fast sagen, wir bauen einfach einen Turm, ne? Ich würde also einfach, hier ein paar Stelzen hinbauen.
Er wird ja leer machen. Da kälte dir im Kopf nicht aus. So. Weißt du, die wollen wir auch noch anpflanzen, ne? Ein paar Gemüsedinger. Ich sollte mal mein Gebiet markieren. Ist hier blöd, dass ich nicht weiß, was von das Gebiet geht. Ich meine, hier, das kenne ich ja. Hier haben wir es ja, hier haben wir es ja hier quasi markiert mit dem Feld. Das heißt, ach nee, halt, das ist ja die Farm. Ich wollte eigentlich hier mein Gebiet. Mal gucken, wovon das geht. So, hier ist Home. Da ist Farm. What the fuck, dude? Genau, hier war die Ecke, ne? Das heißt, hier ist raus. Da ist es, genau. Schlägt aber 13. Ne, vielleicht komme ich später wieder weg und ich ersetze sie dann durch irgendwas anderes, aber erstmal, damit ich weiß beim Bauen, bis wohin diese Scheißdinger mal gehen. Oh, wie bin ich denn raus? Aha, da ist noch Gebiet. Hier ist auch noch Gebiet. Hier ist kein Gebiet mehr. Okay, ist also nur die Ecke. Nice. Kein Gebiet, Gebiet. Ah. Stimmt, eigentlich genau, rein mathematisch. Dadurch, dass das hier, dieser Block genau auf der Ecke ist. Und hier die Dinger genau so. Und hier auch genau so sind. Muss er hier auch genau wieder auf einen Block enden. Und das tut er. Also, alles richtig. Aber sicherheitshalber trotzdem überprüfen. Hier ist Area, da ist keine Area. Hier ist Area, da ist keine Area. Voila. Nice. So, und wie man sieht, die Dinger, Bäume sind alle in der Area. Das heißt, keiner kann mir irgendwelche Blätter klauen. Alle können sie nur erstarren von der, ja, I don't know. Keine Ahnung. Irgendwas halt. So, das ist also unser Baugebiet. Man erkennt die Dirtblöcke doch erschreckend wenig. So eine Scheiße aber auch. Ja. So. Jetzt, was wollt ihr machen? Genau. Das heißt, wir können bis weiter in die Richtung eigentlich gehen. Hier vorne ist ein bisschen sehr, sehr rangeengt. Ich schaue mal kurz, wieder meine eigentlichen Werkzeuge hier. So. Oh, ist das schnell, Alter. Huhu. Wo kommst du denn her? Ich würde nämlich dann tatsächlich mein Haus da so machen. Die Frage ist, wie groß machen wir die Grundfläche? Ein bisschen größer oder nicht so ganz so groß?
groß. Ich würde sagen, ein bisschen größer. Ne? Ein bisschen größer kann ich schaden. Das heißt, wir machen es ungefähr so. Und ungefähr. Haben wir dort dabei? Haben wir ein bisschen. Ich habe nur noch die Dinger. Ich will für die Dinger pflanzen. Genau, deswegen habe ich ja die Markierung gemacht, damit ich weiß, wo ich die Dinger hinpflanzen kann. Ohne. Ah, der ist vielleicht ein bisschen nah. Nee, doch, sollte passen. Sollte passen. Voilà. Ich brauche halt Dirt. Dirt. Erstmal Vitalien machen hier. Pflanzenreste kommen nach da. Hier kommst du vielleicht noch rein. Ja, Baumwolle haben wir, aber noch keine Baumwolle. Sapling. Da müssen wir noch ein bisschen suchen. So, ihr kommt erstmal alles hier rein. Du kommst da raus. Beziehungsweise doch, kommst da mit rein. Ah, du auch da rein, du da rein. Ja, du kommst. Dich nehme ich mit. Du kommst da rein. Du kommst auch da rein. Ungefähr so. So, jetzt. Dort. Wir wollten dort. Da haben wir ganz ein Stack. Sehr schön. So, also habe ich das Holz rausgepackt. Ach, ich Intelligenz bist hier. Nein. Perfekt. So. Opa, es ist gut, dass ich ausweg da. Du auch. So. Wie breit ist breit genug? Ich würde tatsächlich bis hier, oder mal kurz. Hier haben wir zwei frei. Das heißt, hier kommen, machen wir auch zwei frei. Das wäre dann, genau, zwei frei bis zu dem Ding da. Das heißt, hier kommst du da ungefähr so, so. Voilà. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Perfekt. Voilà! Ja, schön groß. Heieiei. Oh, lala, die Waldfee. Ah, vielleicht doch ein bisschen größer als gedacht. Aber gar nicht so schlimm. Denn dadurch, dass wir 11 haben, könnten wir sogar hier noch eine Mutter in die Mitte welche machen. Dann haben wir immer noch eine ungerade Zahl, können also immer noch eine Tür hier in die Mitte machen. Da hat man quasi zwei und die Tür machen in die Mitte von einer der beiden Seiten. Oder irgendwie so. Und gleichzeitig kann man das Haus aber noch weiter in vier Segmente, also in vier Untersegmente unterteilen. Ist doch geil. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deine Mutter hat geschrien. Wieso? I don't know. So, dann kommst du nach da. Du nach da. Du nach da. Du nach da. Nein, das Holz ist alle. Verdammt, wir brauchen mehr Holz. Scheiße, die waren dann. Oh, sie sind noch nicht mal alle Bäume gewachsen. Warum wächst der hier nicht?
Was ist denn hier los? Alle anderen Bäume sind gewachsen. Leider gibt es keine schnelle Methode, Dinge abzubauen hier. Gibt leider keinen Shift-Click oder so. Ich muss mich also wohl oder übel irgendwie nach oben bauen. Indem ich zum Beispiel hier. Aua! Indem ich zum Beispiel hier auf den Baum raufspringe. Och, Alter, doch am Arsch. Und dann von da. Das wird nie im Leben was. Ich werde sowas von hart sterben gleich. Oh, ich hab's geschafft. Ihr Bitches! Und jetzt mich von hier von oben runterbaue. Brauchen ganz schön viel Holz für die Konstruktion. Und das ist gerade mal der Boden der ersten Etage. Fuck my life. Naja, bis zur nächsten Folge.